Heute habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie man so eine Kuchenbodenform winterlich bzw. frühlingshaft dekorieren kann. Ja, und in meinem Fall hat diese Kuchenbodenform jetzt einen Durchmesser von 28 cm. Für meine Dekoration verwende ich jetzt gleich Schneeglöckchen. Ihr könnt aber auch andere Frühlingsblüher verwenden, zum Beispiel Krokusse, Hyazinthen. Allerdings Vorsicht bei den Hyazinthen. Der ein oder andere kann den Geruch der Hyazinthen nicht so wirklich vertragen, zum Beispiel mein Vater. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes hier meine Schneeglöckchen mal aus dem Topf vorsichtig hinausnehmen. Muss man auch immer vorsichtig bei den Krokussen machen. Da kann nämlich gut und gerne immer mal was abbrechen. So, okay. Drehen wir die jetzt mal etwas auseinander. Und bevor ich hier gleich weiter dekoriere, räume ich auch mal zunächst meinen Arbeitstisch auf. Es kann auch gut möglich sein, dass ich mir noch weitere Schneeglöckchen hinzuholen werde. Muss ich mal gleich gucken. Und da hinten auf dem Arbeitstisch befindet sich bereits Plattenmoos. Ich hatte erst darüber nachgedacht, Bollenmoos zu verwenden, aber ich denke, ich mache das jetzt gleich alles komplett mit dem Plattenmoos. Als nächstes werde ich die Blumenerde hier in meiner Form verteilen. Das ist jetzt auch die Blumenerde, die halt bei den Schneeglöckchen mit im Topf drin war. Ich habe mir aber jetzt noch etwas Blumenerde hinzugeholt. Da waren mal Krokusse drin. Kann man einfach hier dann beides verwenden. Wenn da jetzt noch Wurzeln drin sein sollten, einfach mal rausfriemeln. Ja, da kann aber ruhig noch mehr hinein. Dass das schon fast bündig hier oben abschließt mit der Blumenerde. Alternativ könnt ihr aber auch genauso gut zum Beispiel, wie heißt es, Kakteengranulat verwenden. Das würde dann halt auch genauso gut gehen. Drücken wir das Ganze jetzt hier schon mal etwas an. Jetzt nur darauf achten, dass hier, ja, ich habe jetzt gerade zwar bündig gesagt, aber dass hier noch ein bisschen Platz bleibt. So, okay. Jetzt nehmen wir hier mal die Schneeglöckchen. Stellenweise muss ich meine auch noch ein bisschen abschuckeln von der Erde, aber nur stellenweise. So, machen wir einfach mal ein Loch hinein und platziere dann meine Schneeglöckchen. So, mit viel Glück bleibt sie jetzt auch von alleine stehen. Ich habe mir jetzt hier auch eine ganz schön große Knolle ausgesucht. Dann kommt mein Plattenmoos hinzu und das wird jetzt um die Schneeglöckchen drumherum gelegt werden. Da würde ich aber jetzt vorzugsweise so, ich sag mal, flatteriges Plattenmoos für verwenden, ne? Nicht so richtig große Moosplatten. Dann immer halt peu à peu die Schneeglöckchen einarbeiten und dann halt das Plattenmoos. Ne? Einfach so machen, wie ihr das halt leiden mögt. Ich habe gerade das Gefühl, meine Zunge friert mal wieder ein. Es ist aber auch frisch geworden, ne? Aber gut, es ist halt Winter. Auch immer darauf achten, dass die Wurzeln hier auch so einigermaßen bedeckt sind. Muss jetzt nicht zu 100% sein, dann können die Schneeglöckchen auch gut abhaben. Und dann halt immer nach und nach einarbeiten. Schneeglöckchen und Plattenmoos habe ich jetzt soweit eingearbeitet. Ja, und als nächstes kommen hier diese Schneeflocken hinzu. Die werden einfach nur auf das Moos hinaufgelegt werden. Dann habe ich hier noch dieses Kerzenglas. Und ich hatte ursprünglich vorgehabt, Erlenzapfen hier drauf zu legen, habe mich jetzt aber dagegen entschieden und stattdessen verwende ich diese weiß angesprühten Zweige. Die hatte ich so eine halbe Stunde zuvor noch selber ja mit weißer Farbe eingesprüht oder angesprüht vielmehr. Und das sind Zweige, die stammen von einem, mal eben überlegen, von einem Blumenhartriegel aus meinem Garten. Sonst einfach mal draußen gucken, was ihr so an Materialien finden könntet. Also was halt auf den Boden gefallen ist. Na, jetzt nicht hier irgendwie selber mit der Schere dran gehen. Das mache ich nämlich überhaupt nicht. Auch das Plattenmoos, was ich immer verwende, das kaufe ich immer. Ja, und jetzt hier bei den Schneeglöckchen natürlich aufpassen, dass ihr die Sachen jetzt hier nicht aus Versehen noch abbrecht, wenn ihr halt die Zweige einarbeitet. Boah, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, meine Zunge friert ein bisschen ein. Ich bin auch gerade noch am überlegen, ob ich etwas Schneepulver hier noch hinauf drüber streuen möchte. Allerdings möchte ich das oder werde ich das alle 2 bis 3 Tage mit Wasser besprühen, also hier das Moos, damit das auch so richtig schön lange frisch bleibt. Ja, und auch damit die Schneeglöckchen letzten Endes versorgt sind. Ich mache gleich einfach mal einen Test. Ich werde das jetzt mal riskieren hier mit dem Schneepulver. Und dann werde ich mal gucken, wie das dann nachher aussieht, wenn das so richtig mit Wasser eingesprüht werden wird. Ich kann euch jetzt auch noch zu dem Schneepulver den Knaller erzählen. Das stammt jetzt alles aus vorherigen Projekten.
Kerze vielleicht erst zum Schluss platzieren. Dieses Glas hier war randvoll mit dem Schneepulver, was ich halt für vorherige Projekte mal verwendet hatte. Und dann komme ich hier vorige Tage in die Werkstatt und es war nur noch so viel hier drinne. Kann man ja ruhig jetzt mal ehrlich erzählen, hier in meiner Werkstatt ist irgendwo eine kleine Maus. So, ist jetzt auch nicht so weit so schlimm. Die hat mir übrigens auch schon, was hat sie mir zerfressen? Sie hat mir Haselnüsse aufgefressen, dann hat sie mir, was hat sie noch gefressen? Mohnhülsen, ne? Da kostete ein Paket entspannte 6 Euro, zweimal weggeknabbert. Aber hier mit diesem Schneepulver, ne? Das ist nicht normal, dass sie das weggeknabbert hat. Also ich weiß auch nicht, ich höre die ja auch manchmal, die Maus. Und ja, so viel zu dem Thema Maus. Ich hoffe, irgendwann verschwindet sie hier mal von alleine, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich bin jetzt hier fertig. Wir könnten das hier vielleicht auch mal anmachen. Dieses Kerzenglas, das hatte ich schon mal irgendwann im Sommer mal angezündet. Oder ich glaube, das stammt noch von irgendeiner Weihnachtsdeko. Dann hatte ich das wieder abgebaut und beiseite gestellt. Warum entsorgen, ne? Ich hatte jetzt zwar gesagt, dass ich eine Sprühflasche verwenden werde. Innerhalb der Wohnung werde ich das dann auch machen. Aber ich will jetzt mal gucken, wie das hier mit dem Schneepulver gleich aussieht, wenn das nass wird. Scheint aber okay zu sein. Es verschwindet jetzt hier meiner Meinung nach gerade nicht. Nee, ist ja okay. Also ist echt okay. Das wird dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit halt wieder eintrocknen. Dann kann man das wieder abschuckeln vom Moos. Und das Moos könnt ihr wieder beiseite legen für andere Projekte. Die ganzen benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch wie üblich nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!